Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ich stehe wieder. Ich bin nicht am Sitzen, das heißt, ich werde für euch wieder Sachen anprobieren. Neue Anziehsachen. Ich habe ja schon mal sowas gemacht, Werbung versus Realität. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne in der Infobox schauen. Aber heute geht es um Boho. Boho war so lieb und hat mir ein paar Sachen zugeschickt, damit ich das Video für euch drehen kann. Ich habe ein paar tolle Sachen bekommen. Also ich konnte mich bei ein paar Sachen auch nicht zurückhalten. Ich musste die schon vorher anprobieren. Sorry dafür. Aber den Rest habe ich wirklich gar nicht angefasst. Also gar nicht anprobiert. Ich habe Jacken, Pullis, einen Rock habe ich auch noch da. Ich habe auch eine Hose. Ich wollte von allem etwas zeigen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Und zwar fangen wir erst mit dieser Jacke hier an. Sehr, sehr viele haben nach der Jacke gefragt. Diese Jacke sieht auf dem Bild so aus und in echt noch schöner sogar, Leute. Auf jeden Fall ist das so mit Fell gefüttert. Und so sieht die Jacke aus. Also, wie gesagt, als ich die Jacke gesehen habe, ich konnte es einfach nicht abwarten. Ich konnte es nicht abwarten, bis ich das Video drehe. Deswegen habe ich die Jacke schon vorher angezogen. Aber mega zufrieden damit. Leute, das sieht so schön aus. Vor allem braun, ich liebe braune Jacken. Hier sind auch noch Reißverschlüsse an der Seite. Ich würde dann sagen, weiter geht's. Das ist einmal dieser Pulli hier, dieses Oberteil. Das kennt ihr eigentlich auch schon von einem Foto von mir. Wie viele Leute danach gefragt haben, ich liebe diesen Pulli. Also ich hatte gar nicht gedacht, dass er an mir so sitzen wird. Ich war wegen den Ärmeln halt ein bisschen unsicher, aber ich liebe das. Ich mag es einfach nur, wie dieser Pulli sitzt. Also ist halt ein bisschen gecroppt, ist nicht so lang. Wie ihr das hier sehen könnt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr kuschelig aus. Also bin mega zufrieden auch damit. Ihr könnt mir ja gerne mal später schreiben, was euer Lieblingsteil war. So, und jetzt hier das nächste Oberteil. Ich muss hier ein bisschen zuhalten, Leute, weil das etwas offener ist, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall, so sieht das Oberteil aus. Also ich finde es auch mega schön. Der Stoff ist mega leicht, also ich dachte, das ist halt ein bisschen fester, aber ist wirklich sehr, sehr leicht. Ich finde es auch voll schön, dass man das hier an der Seite zubinden kann. Wie gesagt, mit so einer etwas höheren Hose, beziehungsweise High-Waist-Hose, wird das Ganze viel, viel schöner aussehen. Man kann das hier auch so mit Sicherheitsnadel vielleicht zumachen. Und so sieht das von hinten aus. So Leute, dann habe ich als nächstes so einen Long-Sleeve-Pulli. Ich wollte schon immer so einen längeren Pulli haben, damit ich ihn halt eigentlich im Herbst anziehe mit Strumpfhosen, mit High-Knee-Strümpfen. Und auch hier muss ich wirklich sagen, fühlt sich so bequem an, so kuschelig. Also ich finde, die Länge passt sehr gut. Auch die Ärmel, die sind nicht zu lang, die sind nicht zu kurz. Deswegen muss ich hier auch einen Daumen nach oben geben. Mega begeistert von den Sachen. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, worauf ich mega gespannt bin, weil ich noch nie sowas angezogen habe, beziehungsweise ich habe es mir nie überlegt, überhaupt sowas zu kaufen. Aber ich fand es mega, mega süß. Also auf dem Foto sah es mega süß aus. So, das ist der lange Sweater. Leute, könnt ihr das erkennen? Hier sind solche Perlen dran. Seht ihr das? Also, ich würde jetzt niemals sagen, so, ganz ehrlich, so ein Pulli wollte ich schon immer haben, beziehungsweise so ein Sweater wollte ich immer haben. Aber als ich das Foto gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich muss mir ihn bestellen. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Waschen sein wird später, also ob die abgehen oder nicht. Mir fällt auch, dass ich mir voll viele grauen Sachen bestellt habe. Ich weiß nicht, wie findet ihr diesen Pulli? Sagt mir mal eure Meinung. Also der Pulli kommt wirklich schon bis zu meinen Knien. Schaut euch das mal an. Das ist schon lang auf jeden Fall, auch hinten. Seht ihr das? So Leute, als nächstes habe ich diesen Rock, aber ich gehe jetzt nicht weiter nach hinten, da er ziemlich kurz ist. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so kurz sein wird. Der Rock sitzt sehr, sehr eng an, ist so, das ist so Metallicfarbe, also seht ihr ja hier, mit Beige und Silber. Ich fand ihn eigentlich mega, mega schön, aber wie gesagt, ist halt zu kurz. Nicht vom Stoff her, also ich finde es nicht vom Stoff her schlecht, auch nicht vom Aussehen her, nur wegen der Kürze. So Leute, jetzt kommen wir zu einem Zweiteiler, also leider ist das Oberteil zu kurz. Eigentlich nicht zu kurz, sondern ich müsste eine Größe größer bestellen, weil es ziemlich eng ansitzt. Sonst finde ich das Oberteil eigentlich auch voll schön. Also man muss auf jeden Fall was darunter anziehen. Ich habe jetzt im provisorischen was darunter angezogen, weil es ist halt komplett transparent. Und dazu gibt es halt noch eine Hose. Die Hose ist etwas locker. Weil ich habe immer so Probleme mit meinem Körper. Ich weiß ehrlich nicht, was perfekt zu mir passen könnte und was nicht. Also diese Hose sieht auf jeden Fall so aus. Ich finde die Hose eigentlich mega schön, ne? Die Farbe und auch den Stoff finde ich sehr, sehr schön. So, hier nochmal eine Nahaufnahme.
So sieht das aus, die Hose. Das ist halt etwas größer, hier müsste enger sitzen, aber egal. Und das Oberteil sieht auf jeden Fall so aus. So, zuletzt habe ich hier noch so ein, wie heißt denn nochmal, Wasserfallmäntel. Die waren ja letztes Jahr richtig, richtig in. Ich fand das halt voll schön, wie dieser Mantel bei dem Model da aussah auf dem Foto. So sieht der Mantel auf jeden Fall aus. Ich finde die Farbe auch mega schön. Sieht auf jeden Fall hochwertiger aus als die normalen Wasserfallmäntel, die jeder einfach mal verkauft. Ich finde die Länge schön und an den Seiten sind hier sogar solche Schlitze. Der Stoff ist auch etwas dicker. So Leute, das war's dann auch mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also ich liebe generell solche Formate, dass diese Werbung versus Realität. Weil meistens wird man wirklich verarscht, was das angeht. Also auf dem Foto sieht es ganz, ganz anders aus, auch wegen der Qualität und alles drum und dran. Aber bei Boho war das eigentlich überhaupt nicht so. Nur mit den Größen hat es manchmal nicht gepasst, aber ich wusste halt einfach nicht, welche Größe mir passen würde. Vor allem bei so einem Zweiteiler wie bei dem hier. Bei mir ist halt immer so, dass ich oben eine größere Größe habe als unten. Die ganzen weiteren Infos findet ihr in der Infobox. Ich werde noch versuchen, die ganzen Links für euch rauszusuchen, damit ihr auf die Sachen zugreifen könnt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.